Ihr schaut den BTC Echo Wochenrückblick. Wir starten direkt mit den Preisen der Woche und die sehen ziemlich angenehm aus. Bitcoin hat sich wieder erholt und man hatte ja doch vorher diese Angst, dass die Blase platzen würde, aber so sieht es nicht unbedingt aus. Auf dem zweiten Platz Ethereum ziemlich stark zugenommen, jetzt bei 243 US-Dollar. Tendenz weiter steigend, so wie es aussieht. Ripple und NEM unverändert und wenn wir mal ein bisschen weiter runtergehen, dann sehen wir, dass Stratis jetzt an Monero vorbeigezogen ist. Ziemlich interessant, das behalten wir auf jeden Fall im Auge. Auch ganz cool, die Gesamtmarktkapitalisierung hat sich wieder erholt und ist einfach schon wieder über dem alten All-Time-High und hat ein neues All-Time-High. Gleichzeitig hat sich auf CoinMarketCap auch einiges geändert. Man kann jetzt hier schön sehen, wie der prozentuale Anteil am Gesamtmarktkapital verteilt ist. Bitcoin ganz groß, Ethereum danach. Dann Ripple und dann NEM, also so wie wir es gerade an den absoluten Zahlen sehen konnten. Apropos Trading, wir haben in dieser Woche auch über CryptoPing berichtet. CryptoPing ist ein Bot für Telegram. Wer Telegram nicht kennt, ihr kennt dann möglicherweise WhatsApp, also Instant Messaging. Telegram ist auch ein Instant Messenger, ist mehr oder weniger quelloffen, heißt, die Sicherheit ist da ein bisschen höher. Ich kann verschlüsselt mit meinen Kontakten Nachrichten austauschen und ich habe eben sogenannte Bots. Bots können bestimmte Aufgaben erledigen. Ich kann die so programmieren, ich kann ihnen bestimmte Befehle schicken und die führen dann die Befehle für mich aus. Das ist der interessante Aspekt hinter Telegram. Ich kann das Ganze nur empfehlen. CryptoPing hat zurzeit einen ICO, der wird noch bis zum 25. Juli anhal Juni anhalten. 9 der insgesamt 10 Millionen Token werden innerhalb dieses ICOs verteilt. Ich habe da mal was vorbereitet, ich werde euch das Ganze mal eben ganz kurz zeigen. So, dann befinden wir uns mal eben kurz auf meinem Handy und ich zeige euch den CryptoPing-Bot. So, wir sehen hier, ich kriege jetzt immer solche Nachrichten wie hier, Z-Classic, ich gehe mal ein bisschen weiter hoch, ich habe in dieser Woche so viele bekommen. So sieht das dann aus, man kriegt regelmäßig Nachrichten zu bestimmten Coins. Und wie die sich in ihrem Handelsvolumen verändert haben. Dahinter steht halt ein Algorithmus und der sagt so, wenn dieses Handelsvolumen diese und jene Grenze überwunden hat, dann ist es für den Trader interessant, weil dann ändert sich auch wirklich was. Wir sehen zum Beispiel bei Ethereum Classic, auf Poloniex sah es so aus, 66% des Handelsvolumens ist gewachsen, also ne, Increasement bei 42,55 BTC, also richtig viel Bitcoin wurden da reingesteckt und es gab einen Preisunterschied von 4,49%. Es war das erste Signal innerhalb von 7 Tagen und das Marktkapital liegt bei 1,5 Milliarden US-Dollar. So, wenn ich jetzt hier anfange, dann kann ich ein Signal einstellen. Dann gehe ich auf New Signal und dann gehe ich auf Add Price Monitoring. Das heißt, jetzt wird der Preis überwacht. Jetzt kann ich zum Beispiel auf Ethereum Classic gehen. Ja, ich gebe dann das Symbol für Ethereum Classic ein, ETC. So, dann sehen wir, der Preis von Ethereum Classic liegt auf Poloniex bei 0,006 Bitcoin. Ich möchte jetzt gerne eine Nachricht haben, falls Ethereum Classic darüber geht. Rate Increase. Dann soll ich jetzt die Grenze angeben. Threshold heißt Grenze. Und da soll mir jetzt zum Beispiel bei 0,0068 Bescheid sagen. Dann gebe ich das hier ein und dann ist dieses Signal gesichert worden. Cool auch an CryptoPing ist, angeblich soll das auch vor Pump and Dumps schützen, denn Pump and Dumps zeichnen sich ja durch krass abnormale Handelsvolumenveränderungen aus. Also irgendjemand steckt da dann richtig viele Coins rein und die Gefahr, dass ein Pump and Dump ist, ist dann relativ groß. CryptoPing soll diese Gefahr eben halt abwenden können, indem die euch früh genug Informationen schicken. CryptoPing ist derzeit in der Beta-Phase, ist eben noch in dem ICO, wie ich gerade angesprochen habe. Und in Zukunft sollen dann diese Ping-Coins, also die Coins des CryptoPing, sondern dafür da sein, dass ich dann damit dieses Abonnement bezahlen kann. Weil es wird in Zukunft dann so sein, dass ich ein Abonnement bei CryptoPing habe und solange ich das Abonnement habe, bekomme ich meine Daten. In dieser Woche haben wir auch wieder gesehen, wie bipolar der Mainstream derzeit mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen umgeht. Wenn es dann um eine Blase geht oder wenn es dann darum geht, oh nein, das Marktkapital von Bitcoin steigt so stark, das ist eine Blase, es macht irgendwann Boom, dann spricht man nur noch über die negativen Dinge und dann sehen wir dann hier, auf einmal setzen auch noch Vermögensverwalter aus England auf Bitcoin. Hier wird mit börsengehandelten Bitcoin-Wertpapieren gearbeitet.
Und ein englischer Vermögensverwalter mit richtig viel Geld, 61,7 Milliarden britische Pfund, die wollen jetzt auf einmal dann auch auf Bitcoin setzen. Ziemlich interessant. Gleichzeitig hat Ethereum dann erstmals das Handelsvolumen von Bitcoin übertroffen. Das lag unter anderem auch daran, weil jetzt die chinesischen Börsen auch Ethereum-Handel eingeführt haben. Das war es jetzt in den letzten Monaten eher still. Seit Jahresanfang wurden da erstmal die Bitcoin-Guthaben eingefroren, weil die chinesische Zentralbank gesagt hat, so Leute, das geht nicht, hier wird so viel Geld gewaschen und das ist alles nicht reguliert, das frieren wir jetzt erstmal ein. Dann wurde das jetzt erstmal wieder aufgemacht, sodass man wieder mit Bitcoin handeln konnte und jetzt kam dann auch noch Ethereum dazu. Sehr interessant. Eine kanadische Börse konnte in dieser Woche sagen, gerade nochmal gut gegangen, 14 Millionen Dollar Verlust durch Smart Contract Fehler. Und zwar ging es darum, dass ein Smart Contract auf dieser Börse dafür zuständig war, Ethereum und Ethereum Classic zu splitten. Es war ein sogenannter Splitter oder Splitter-Vertrag. Und dieser Smart Contract hatte wohl nach einem Protokoll-Update einen Fehler und hat wohl nicht mehr so richtig funktioniert. Und dadurch sind wohl einige Tokens dann verloren gegangen. Kunden sollen dadurch keinen Schaden erlitten haben. Der Schaden ging dann wohl auf die Kappe der kanadischen Börse. Die kanadische Börse Quadriga CX kam dann also nochmal mit einem blauen Auge davon. 14 Millionen Euro sind umgerechnet verloren gegangen. Und wir können alle aufatmen, dass das nicht schlimmer geworden ist. Ich hoffe, dieser BTC Echo Wochenrückblick war informativ. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch bis dahin schon mal eine erfolgreiche Woche. Wir werden nächste Woche aus der Bitcoin-Stadt Arnhem in den Niederlanden berichten. Ich sage dann mal bis dahin und ciao.